Herzlich willkommen bei Mr. Breikopf, wieder mal mit der Machine Learning Series. Und heute, ihr seht es schon, werden wir uns AI-Duett anschauen. Das bedeutet, wir werden mit dem Computer zusammen versuchen, ein Duett zu spielen. Ich habe hier vor mir ein MIDI-Keyboard, ihr kennt es aus früheren Filmen von mir. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, was denn so als Duett zusammenkommt. Meine Klavierkenntnisse sind auch schon ein bisschen eingerostet. Ich glaube, ich habe Klavier gelernt, als ich 6 Jahre alt war. Und das ist ja mittlerweile ein bisschen her. Wir werden das Ganze jetzt hier mal Vollbild machen und einfach mal spielen. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut eingestellt, weil sonst hört ihr mich doppelt. Gut, fangen wir mal einfach an mit. Okay. Also ihr seht, so am Anfang ist da noch nicht sonderlich was Begeistertes dabei. Dann fangen wir mal an. Also es soll ja, ich habe mich vorher mal über das Tool informiert, und es soll ja Künstler geben, die da wirklich ganze Lieder mit der AI zusammen geschrieben haben. Mir ist es bis jetzt noch nicht untergekommen, dass es irgendwie vernünftig geklungen hat. Vielleicht muss man da wirklich extrem Rücksicht drauf nehmen oder vielleicht längere Zeit damit spielen. Wir können noch ein paar verschiedene Sachen anfangen, zum Beispiel den Anfang von Entertainer. Naja, ein paar Noten trifft er, die so ähnlich sind. Laut den Anleitungen kann man entweder gleichzeitig mit der AI weiterspielen oder man spielt einen Teil, wartet dann, so wie ich das hier mache. Jetzt wollen wir mal probieren, dieses einfach so eine kleine Fingerübung zu spielen, vielleicht. Also ihr seht, ich bin da absolut nicht überzeugt von dem Tool. Wir haben diesmal leider einen Flop vom Machine Learning Series, aber es kann ja nicht immer was Gutes geben. Zum Beispiel. Okay, es wird kreativer. Habe natürlich ich auch falsch gespielt, aber ihr seht, das Ding hat absolut keinen Clou, was ich mache. Also es wird mehr, was sie sich so zusammenbasteln, aber ich bin da immer noch kein Fan. Vielleicht sollte man immer wieder das gleiche Lied spielen. Das werde ich jetzt dann später mal noch ausprobieren, aber das dauert natürlich viel länger und ich brauche dann auch ein paar Noten, damit es für euch was Vernünftiges wird. Jetzt probieren wir noch ein anderes kurzes. Zigeunerleben sein. Ein oder zwei Fehler hatte ich drin und ihr merkt, es ist einfach komplett random, was da kommt. Also ich bin nicht komplett überzeugt davon. Ich würde das jetzt dann hier beenden. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr bessere Erfahrungen damit gemacht. Könnt ihr mal ausprobieren, ob auch wenn ihr nicht Klavier spielen könnt, wer besser Klavier spielen kann, die AI oder ihr. Bis zum nächsten Mal. Ciao!